Wir begrüßen jetzt auch alle jene Zuschauer, die sich erst jetzt in FS1 zugeschaltet haben. Und gleich zu Beginn die Schlagzeilen zu jenen Berichten, die wir in diesem Teil der Zeit im Bild 1 erwarten. Der Kärntner Landeshauptmann Leopold Wagner ist nach dem gestrigen Attentat außer Lebensgefahr. Zahlreiche Politiker aus allen Lagern verurteilten heute in Telegrammen den Anschlag an Wagner. Der Attentäter Franz Rieser steht seit gestern Abend im Polizeiverhör und wird zu seinen Motiven befragt. ÖGB-Präsident Anton Benja forderte heute beim ÖGB-Kongress neuerlich die Einführung einer Zinsensteuer. Der EG-Kommissar für Äußeres Leclerc erklärt, für Österreich gäbe es die Vorteile nur bei einem Vollbeitritt in die Gemeinschaft. Steht Jugoslawien vor einer Staatskrise? Inflation, Teuerung, Sparmaßnahmen und Kritik aus der Armeeführung beunruhigen die Bevölkerung. Die weltberühmte Sopranistin Gundula Janowitz wird ab 1990 Opernchefin in Graz. Und das Wetter morgen, vorübergehend etwas Regen, weiterhin mild. Wie geht es, Landeshauptmann Wagner? Das ist wohl die Frage, die uns alle heute Abend am meisten beschäftigt. Knapp 23 Stunden sind nun nach dem gestrigen Anschlag vergangen. Unsere Kollegen in Kärnten haben ein Gespräch mit dem behandelnden Arzt geführt und letzte Informationen eingeholt. Die letzte Auskunft der Ärzte, zufriedenstellend, es bestehe im Moment keine Lebensgefahr. Wagner wird jedoch noch längere Zeit im Krankenhaus bleiben müssen. Das Landeskrankenhaus in Klagenfurt stand heute im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Hier im zweiten Stock der zweiten medizinischen Abteilung liegt Landeshauptmann Leopold. Gestern Abend wurde ihm ein Projektil aus dem Unterleib entfernt. Die Kugel war ihm vorne seitlich in den Bauch eingedrungen und im Beckenknochen stecken geblieben. Dabei wurde ein Teil des Dickdarms beschädigt und musste entfernt werden. Die Operation dauerte mehr als 4 Stunden. Wagner selbst war bereits kurz danach wieder bei Bewusstsein. Besuche durfte Wagner heute keine empfangen, Ausnahme seine Gattin Traude. Es besteht zwar zurzeit keine akute Lebensgefahr, aber eine Infektion kann nach wie vor nicht ausgeschlossen werden. Die Ärzte rechnen damit, dass die nächsten 3 Tage noch kritisch sein könnten. Der Gesundheitszustand ist befriedigend. Wir haben im Moment alles im Griff. Er ist heute naturgemäß müde und hat den meisten, den Großteil des Tages schlafend verbracht. Morgen werden wir mit der Mobilisation beginnen. Es besteht also keine Lebensgefahr? Nein, ganz sicherlich im Moment nicht. War es eine schwierige Operation? Sie war technisch schwierig für den Chirurgen. Vom Verletzungsmuster her muss man sagen, dass er wahrscheinlich Glück gehabt hat. Das heißt also, das Projektil hat keine wichtigen Teile? Ja, keine Teile, die unmittelbar zu einer Lebensbedrohung führen. Also es hat keine Massivblutung gegeben. Und es hat keine unmittelbare Lebensgefahr bestanden. Sollte sich der Heilungsprozess günstig entwickeln, so könnte Landeshauptmann Wagner die Intensiv 4 bis 5 Tagen wieder verlassen. Aus Aufenthalt dürfte mehr sein. Jene unter Ihnen, die sich noch kein genaues Bild über das Attentat machen konnten, nochmals eine kurze Rekonstruktion. Der Anschlag ereignete sich gestern beim Matura-Treffen, dem 40. das Landeshauptmann Wagner mit seinen ehemaligen Schulkollegen beging. Nach dem Abendessen in einem Klagenfurter Restaurant kam es zu dem Mordanschlag. Schauplatz des Attentats war das Gasthaus Volkskeller in Klagenfurt. Kurz nach 9:30 wollte Landeshauptmann Wagner das Matura-Treffen verlassen, vorher aber noch die Toilette aufsuchen. Rieser folgte, bedrohte Wagner mit dem Revolver. Wagner wehrte sich, ein erster Schuss aus der Waffe löste sich, traf aber nicht. Wagner flüchtete, ein zweiter Schuss verletzte ihn schwer. Wagner schleppte sich in den Vorraum, ein zufällig anwesender Arzt kümmerte sich um ihn. Rieser folgte in der Hand, 2 Kellner überwältigten den Attentäter. Kurz danach wurde Rieser abgeführt, die Einvernahmen begannen. Noch ist das Motiv nicht völlig klar. War es letztlich doch die Enttäuschung, bei der Vergabe des Direktorspostens an der Hauptschule in Ferlach schon vor Jahren übergangen worden zu sein? Eine Enttäuschung, die der von seiner Umgebung als Sonderling bezeichnete Lehrer und Galeriebesitzer in Ferlach nicht überwinden konnte oder wollte? Warum war er seit dem 20. April nicht mehr in der Schule? Warum war er gestern nicht bei seiner Disziplinarverhandlung? Wollte er gestern Abend mit Wagner wirklich über alles noch einmal reden, mit der Waffe in der Hand als Druckmittel? Oder war er von Anfang an zum Atzen, was er bestreitet? Noch eine offene Frage. Warum erhielt Rieser im Juni eine Waffenbesitzkarte zu einem Zeitpunkt, als seine persönlichen Schwierigkeiten in Ferlach schon klar zutage getreten waren? Jene Karte,
mit der er sich am letzten Samstag die Tatwaffe besorgen konnte. So viel zum Geschehen von gestern Abend. Heute Nachmittag gab es übrigens im Klagenfurter Volkskeller den ersten Lokalaugenschein mit dem Attentäter. Wir schalten jetzt in unser Landesstudio nach Klagenfurt zu dem Chef der Klagenfurter Polizei, Dr. Josef Kreuzberger. Herr Dr. Kreuzberger, guten Abend. Guten Abend. Die Frage, die zu Beginn stehen muss, ist die Frage nach dem Motiv des Täters. Er steht ja unter Dauerverhör seit 22 Stunden. Weiß man Näheres über seine Beweggründe? Über die Beweggründe erklärt sich Rieser etwas verschwommen. Wir können aber mit Grund annehmen, dass er Landeshauptmann Wagner dafür verantwortlich gemacht hat, dass er angeblich in seinem Beruf zurückgesetzt war. Er hat sich ja einmal um den Direktorsposten in Ferlach beworben, das liegt aber schon Jahre zurück. Das stimmt, nach den Mitteilungen des Landesschulrates von Kärnten war die letzte Bewerbung vor 17 Jahren. Es ist ein lang aufgestauter Hass. Hat Rieser im Verhör anklingen lassen, dass er Landeshauptmann Wagner gehasst hat, dass er eine Hassfigur für ihn war? Nein, das hat er nicht ausdrücklich erklärt. Er hat aber ein Gespräch mit Wagner gesucht. Und tatsächlich kam es bei der Maturafeier zu einem Gespräch bei Beginn der Feier. Am Nachmittag des Dienstag sprach er den Landeshauptmann im Gebäude der alten Lehrerbildungsanstalt in Klagenfurt an. Wagner erklärte ihm, immer die Darstellung des Rieser, er möge zuerst wieder in die Schule zurückgehen und wieder unterrichten. Erst dann könne man weitersehen. Auf das hin setzte sich später Wagner von der Matura-Gesellschaft ab, fuhr nach Ferlach, holte dort die am Samstag gekaufte Waffe, mit der er zweimal Schießübungen veranstaltet hatte, nämlich am Samstag und am Dienstagvormittag, und fuhr mit der Waffe nach Klagenfurt zurück, wo er sich wieder der Matura-Gesellschaft anschloss. Allerdings nicht direkt, sondern er wartete nächst dem Eingang des Volkskellers auf den Landeshauptmann. Als der Landeshauptmann kam, sprach ihn nach Darstellung Rieser wieder an. Herr Dr. Der Kreuzberger. Landeshauptmann lehnte ein Gespräch mit dem Bemerken ab, er ginge nun auf das WC. Rieser folgte ihm und dann kam es zu den Schüssen. Ja. Also, zum äußeren Tatablauf können wir uns jetzt nur auf die Angaben des Rieser verlassen. Ja, es wird ja zweifellos auch psychiatrische Gutachten geben, Herr Dr. Kreuzberger. Die Regie deutet an, unsere Zeit ist zu Ende. Vielen Dank für die Auskünfte. Erschütterung und Bestürzung über den Mordanschlag auf Wagner äußerten heute auch zahlreiche Politiker. Nationalratspräsident Graz fuhr nach Klagenfurt und zeigte sich erleichtert, dass der Landeshauptmann außer Lebensgefahr ist. Graz ging dabei aber auch ins Grundsätzliche. Ansonsten bin ich, glaube ich, wie alle erschüttert, mit welcher Leichtfertigkeit mit Menschenleben umgegangen wird, mit welcher Leichtfertigkeit jemand aus einer persönlichen Emotion heraus glaubt, zur Gewalt greifen zu müssen. Ich glaube, was wir uns alle vornehmen sollten, ist auch in unseren Emotionen, in unseren verbalen Ausdrücken etwas vorsichtiger zu sein. Denn wenn man verbal gewalttätig ist, das heißt Ausdrücke verwendet, die man nicht verwenden sollte, ja, dann kann für verschrobene Menschen der Schluss sehr rasch sein, dass man dann eben auch körperlich zur Gewalt greifen kann. Bundespräsident Waldheim, Bundeskanzler Wranitzky und viele andere Politiker aus allen Lagern drückten in Telegrammen an Wagner ihre tiefe Betroffenheit über das Attentat und ihre Hoffnung auf baldige Genesung aus. Bestürzung über das Attentat auf Leopold Wagner auch beim ÖGB-Bundeskongress in Wien, bei dem Anton Benja seine Abschiedsrede hielt. Die Delegierten des Gewerkschaftstages übersandten Landeshauptmann Wagner ein Telegramm mit besten Genesungswünschen. Geprägt wurde aber vom Rechenschaftsbericht Benjas, seiner letzten großen Rede als Präsident des ÖGB. Am Freitag soll ja der bisherige leitende Sekretär Fritz Verzetnitsch zu seinem Nachfolger gewählt werden. Benja zog seiner 24 Jahre an der Spitze des ÖGB.